Neben dem iPad Air 2 und dem iPad Mini 3 hat Apple heute auch einen neuen iMac vorgestellt, den iMac mit 5K-Display, mit einem Retina-Display. Und wir schauen uns das Gerät jetzt einfach mal an. Also die Besonderheit des neuen iMac ist dieses ultra-hochauflösende Retina-Display mit einer Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln, verteilt über einen 27 Zoll großen Bildschirm. Wir haben hier weiterhin die sehr schmale Gehäuseform mit 5 mm hier an der dünnsten Stelle. Ansonsten hat Apple natürlich auch die Hardware-Komponenten aufgebrezelt. Es gibt neue i7 und i5 Prozessoren, es gibt ein Thunderbolt 2 Schnittstellen und es gibt natürlich das brandneue Betriebssystem OS X Yosemite, das ist hier vorinstalliert. Das Gerät kommt in Deutschland zum Preis von 2.599 Euro in den Handel. Andere iMacs mit dieser Auflösung wird es leider nicht geben. Das heißt, die kleineren Varianten werden weiterhin nur mit dem normalen Display ausgeliefert. 2.600 Euro für so ein großes Gerät, da darf man gespannt sein, wer sich so einen Luxus ins Wohnzimmer stellt.